aufkommen wie nach der Umarmung zwischen Putin und Schröder. In Gegenwart und mit sichtbarer Zustimmung des Bundeskanzlers Schmidt habe ich über eines der wirklichen Öbel unserer Zeit gesprochen. Jeder redet von der NSA. Wer das nicht wusste, das war abgehört von war naiv. Aber es gibt daneben eine gezielte Desinformation. Es gibt Zentren der Desinformation. Und die überschwemmen unsere Medien von links nach rechts, von der Welt bis zur AZ. Und wenn ich sage, ich habe Freunde unter den Linken und betrachte, die sollen eine Partei sein wie jede andere deutsche Partei, das ist ihr Recht und ihr Anspruch. Und vor allem aus dieser Partei tönt nicht dieses Kriegstrommeln gegen Russland, was im Moment statt, diese blödsinnige Veranstaltung. Und eine Verunglimpfung von Jelzin, die es im Kalten Krieg nicht gegeben haben und die ich in dieser Form nur unter den Nazis erlebt habe. Das ist immerhin eine schwere Situation. Das ist auch gar nicht anti-amerikanisch. Die Amerikaner sind dabei, sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Sie werden eines Tages auf Russland angewiesen sein. Aber wir werden da vielleicht in unserer Diskussion nochmal zurückkommen. Aber was nun die Frage von Clara Zetkin betrifft. Ich war, wie gesagt, im Gestapo-Gefängnis und ich habe es gut überlebt. Ich habe also einmal Stahlbad dort erlebt, in einer Erschießungssinn, aber sonst ist es ein ganz interessant zugegangen. Ich schaffe es eigentlich gar nicht, was ich gemacht habe. Aber ich habe dort Kommunisten kennengelernt, französische Kommunisten, die nach Deutschland gekommen waren, um Sabotage zu treiben. Und dann verhaftet wurden und dann natürlich nach Mauthausen geschickt wurden mit dem schwarzen Punkt. Aber das waren auf ihre Art Heilige. Nicht, als ich in die Intelligenz des Gestapo-Gefängnis von Wien eingewiesen wurde, wurde ich in Empfang genommen von jemandem, der sagte: Ich bin Stefan Görg. Der Zimmerkommandant, das war ein bekennender Kommunist, der versuchte, mich zum Kommunismus zu bekehren. Und das waren eindrucksvolle Gestalten. Auf ihre Gestalt, auf ihre Weise, denn sie gingen ja dem Martyrium entgegen, Heilige auch. Genauso wie ich auch katholische Heilige in dieser Umgebung getroffen habe und mit ihnen gemeinsam gebetet habe. Was nun, sagen wir, die Beziehung, die Ideologisierung Deutschlands betrifft. Da sind wir, da haben Sie wirklich völlig recht. Es ist diese Vermengung, vor allem nicht auch diese Anmaßung der übrigen Welt zu zeigen, was Menschlichkeit, was Menschenrechte, was demokratische Freiheiten sind. Sollte sich das Land, was die größten Verbrechen dagegen verändert hat in diesem Jahrhundert, und zwar ein Land nicht wie die Roten Khmer, die ja nur aus der Steinzeit kamen, und ein Land, das die höchste Bildungsstufe von Europa hatte, das ist etwas, etwas Abscheuliches, dass ich mich als Bundespräsident nicht in Ankara auf die Macht stellen würde, um die Türken anzuklagen, nicht demokratisch genug zu sein und dauernd von Freiheit zu reden. Wir sollten uns ja in der Beziehung ein bisschen die Schnauze halten und nicht immer als wie soll ich sagen, Vorkämpfer der freien und demokratischen Welt auftreten. Auch das ist eben wieder ein ideologischer Trend, der in Deutschland seit der Frage ist. Diese Ideologien, die Napoleon übrigens hasste. Gut, ich will keine große Rede mehr halten. Ich will mich nur sehr herzlich bedanken für Ihre Anwesenheit, für die extrem freundschaftlichen und etwas übertrieben lobenden Worte. Meine Einwirkung auf die Öffentlichkeit ist eben doch gering. Und wie gesagt, es ist für mich eine Ehre.